Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und was sehen wir da? Rechtsauftrag, das Ding aus dem Sumpf, kehre in einer Woche zurück, um die versprochene Belohnung mit Zinsen abzuholen. Das hatten wir jetzt im letzten Video gemacht. Also wir haben einen Auftrag ausgeführt und ja, ich warte jetzt noch auf mein Geld. Aber das soll uns jetzt nicht hauptsächlich jetzt beschäftigen, weil es dauert ja eine Woche. Sondern wir gucken uns jetzt einen neuen Auftrag an. Hier sehen wir noch einen. Empfohlene Stufe 13. Ich bin ja empfohlene Stufe 17. Also, es ist nicht empfohlen, aber ich bin Stufe 17, so rum. Und hier geht es um einen flüchtigen Dieb. Begib dich bei Tag zum Marktplatz und sprich mit Sylvester Amello. Und das ist direkt in Novigrad. Ich würde sagen, wir reisen auch schnell dahin. Ja, hier dauert es immer ein bisschen, bis die Karte aufploppt. Ja, wir müssen noch ein bisschen laufen. Und dann könnte man auch gleich hier hinreisen anschließen. Und ja, da hätten wir auch ein Ausrufezeichen. Das müssten wir auch mal irgendwann erkunden. Aber wir gehen jetzt auch schnurstracks zum Schnellreisepunkt. Und dann machen wir auch diesen tollen Auftrag. Und ja, es wird immer schwieriger. Also ich mache ja so meistens so von leicht zu schwer. Ich mache zuerst immer die leichten Aufträge. Also ich renne jetzt hier hoch weg, ne? Ich will jetzt hier nicht gerade kämpfen. Oh, ich bin ja fast falsch gelaufen. Und ja, denke mal, wenn ich ja gleich mit den schweren Sachen anfange. Das macht ja auch keinen Fun. So ergötze ich mich erstmal an die leichten Sachen und werde dann dadurch schon ein bisschen stärker. Okay, also. Wir sind jetzt beim Schnellreisepunkt angekommen und wir wählen jetzt Novigrad an. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir am besten hier hin. Und dann folgen wir einfach den tollen verbuggten Wegpunkt. Und dann gehen wir mal hin. Und ich hoffe, also ich hatte jetzt beim letzten Auftrag schon ein bisschen Probleme gehabt, aber ich habe jetzt auch wieder mal bemerkt, dass ich mal öfters im Bestiarium schauen muss, weil da stehen ja wirklich nützliche Infos drin. Zum Beispiel, welches Zeichen am besten für welches Monster geeignet ist. Aber meistens ist es jedes Mal halt diese komische Ring-Zeichen hier, wo man einen Ring auf dem Boden macht. Und ja, jetzt war es im letzten Vieh hier beim Nebling, war das halt, dass man halt so ein Schutzschild auf sich macht, weil das halt einen mordsmäßigen Schaden macht. Und in der Zeit, wo du den Schutzschild hast, musst du natürlich versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Aber ich bin gespannt, was jetzt hier kommen wird. Wir sind jetzt schon da und wir reden jetzt mit Sylvester Amello. Sei gegrüßt, Meister. Okay, also ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Ja. Wie sieht dieser Kobold aus? Was hat der Kobold denn gestohlen? Was ist denn jetzt wichtiger zu erfahren? Eigentlich, was hat er denn gestohlen? Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und okay, ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Oh, okay. Ah, okay, wir können also jetzt die Frage auch nochmal stellen. Wie sieht denn dieser Kobold aus? Schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen?
Kommt drauf an, was du zahlen willst. Oder werde ich machen, ja. Ich werde erstmal sagen, kommt drauf an, was du zahlen willst. Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Ah, cool. Jetzt kann man verhandeln, das ist sehr schön. Machen wir mal 300, hä? Oder 280. 280. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Ja, dann los geht's. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Ja. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Also, ein flüchtiger Dieb, folge dem Kobold mithilfe deiner Hexersinne. Die werden wir jetzt auch augenblicklich aktivieren und hier sehen wir schon Fußspuren. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Ja, das ist echt merkwürdig. Also ich habe den anfangs auch nicht richtig geglaubt. Wie aus Eimern. Aber dann habe ich ja gerade eben auch jetzt die Fußspuren gesehen und ja, jetzt glaube ich ihn auch schon fast. muss man ja mal schon so sagen. Okay, also hier gehen die Fußspuren weiter. Wo gehen die nur weiter? Es gießt wie aus Eimern. Mag ja sein. Ach hier, okay. Hier gehen die Fußspuren weiter. Wir folgen den Fußspuren. Ich bleibe in meiner Drogenansicht hier. Ah! Entschuldigung. Ich bin schüchtern. Was hast du da? Getrocknete Pilze, Herr. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Noch eine Spur. Nein, das sind Maronen, Erdsternchen, Steinpilze. Keine magischen. Ach, du ganz schön spät. Was ist denn hier los? Wieso kommt jetzt eine Zwischensequenz? Passierschein zeigen. Was? Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Ja, warum die Abriegelung? Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Ja, da können wir ja gar nicht mehr hier weitermachen. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Oh, ich habe Unterstützung. Heimliche. Geleitbrief, den können wir auch mal kurz durchlesen. Geleitbrief des ewigen Feuers an alle Zuständigen. Der Träger dieses Dokuments besitzt diese Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtsicht zu betreten. Nachtzeit zu betreten und zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit, Herr Reich Himmelfahrt. Okay. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nett gewesen jetzt. Sonst hätte ich ja jetzt gar nicht, glaube ich, gefallen. Hier endet die Spur. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich, glaube ich, nicht die Mission weitermachen können. Ah, okay, hier sind Spuren. Ich habe mich schon gewundert, warum er jetzt gesprochen hat. Ja, er ist reingefallen. Also das heißt, wir müssen hier irgendwie erstmal runtergehen. Weil, ja, hinterherfallen möchte ich nicht. Ja, hier sind Fußspuren. Oh, du. Oh, nee, weil das ist, weil ich die anreppel. Deswegen sind die jetzt gerade so ein bisschen. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Nietzsche trägt Stiefel? Ah, okay, also doch ein Mensch. Ja, ich hatte es auch erst. Ja, ihr habt es ja vorhin schon gehört. Ich habe es eigentlich anders vermutet, dass vielleicht doch ein Mensch sein könnte. Aber jetzt ist es ja anscheinend doch so. Sperrangel weit offen. Interessant. Ja, das sieht aus nach einer Falle, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ich bin stark bewaffnet. Ich muss eigentlich keine Angst haben. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Sowas. Da müssen wir gleich mal durchlesen. Kurzer Brief ist das. Sieht aber nicht so kurz aus.
Janne, bitte hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist? Wie ich. Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte? Du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also, wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Luis. So, und was kommt da noch? Ganz viele PS. Verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS. Ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrenn ihn. PPPS. Wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier, okay? Ein Doppler, das erklärt vieles. Ja. Und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Ja, ein Doppler habe ich auch jetzt gerade vermutet, als ich den Brief gelesen habe. Weil mit Dopplern hatten wir ja schon Bekanntschaft. Und da war ich auch sehr beeindruckt, dass die wirklich da jede Form annehmen können. Und ja, man sieht es ja, von Katzenspur zu menschlichen Füßen. Ist ja schon ein bisschen merkwürdig, ne? Finde mit Hilfe deiner Hexersinne eine Möglichkeit, den Doppler zu verfolgen. Heißt es jetzt, das heißt, wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir noch was. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stockwerk höher. Vielleicht ein bisschen schneller sogar. Wir können ja auch mal hier in die Kisten reingucken. Vielleicht hat er ja was. Ah, eine Wasserflasche, das ist geil. Wasserflaschen sind echt geil. Hier ist ein Häufchen Elend oder was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ach, das sind Anziehsachen. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Das heißt, wir verfolgen wieder eine Duftspur. Ja, das hatten wir jetzt vor kurzem. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im letzten Video war. Oder schon länger. Wo willst du hin? Aber so lange ist es gar nicht her. So, dann verfolgen wir einfach mal die Spur. Ich hatte auch einen Laib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Weise, wenn dir irgendwas zustößt, bleiben wir hungrig. So, also das muss der Doppler sein. Also diese Tempelwache in Anführungsstriche. Und mit denen reden wir jetzt. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Ja, welch Duft, oder du bist ein lausiger Schauspieler. Ja, eher das Letzte hier. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Ja, es ist wirklich so. Anders hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können. Es ist wirklich immer die gleiche Scheiße hier. Jetzt rennen wir schon wieder innen hinterher. Komm, bleib jetzt. So. Wieder Zwischensequenz. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Nee. Willst du? Jetzt hat er mich geklont, ich fass es nicht. Verdammt, ich sehe alt aus. Was? Kämpfen muss ich? Oh, ich muss jetzt gegen mein Ich kämpfen. Na, wie lange soll ich noch machen? Wow. Was Bitte war jetzt? Aufhören, ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich verschone dich gegen einen Gefallen? Nein. Du musst nur wie gerade verlassen, keine Ausreden. Ich mache in deinem Fall gerne eine Ausnahme. Zieh die Waffe. Oh je. Also verschonen wollte ich nicht. Ja, ich würde sagen eher, er muss nur wie gerade verlassen. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad.
Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Ja, besser ist, dass er hier nur wie gerade weggeht. Weil umbringen will ich ja die Leute ja auch nicht gerne. Es sei denn, die tun sich so krass widersetzen. Oh, jetzt habe ich auch sogar noch von denen Geld bekommen. Herrlich. Dann bin ich ja gespannt, ob ich da noch überhaupt Geld kriege hier. Kehre bei Tag zum Marktwerk zurück, um mit Sylvester Armello zu sprechen. Ja, wir gehen einfach mal hin. Wir haben es 18.36 Uhr. Weiß jetzt nicht, ob das schon zu spät sein wird. Ich gehe schnell hin. Ansonsten müssen wir mal kurz die Zeit drehen. Aber das ist echt krass. Ich glaube, ohne den Passagierschein hätte ich jetzt nicht weitergehen können. Sieht so aus. Hat man echt Glück im Unglück gehabt. So, da ist er noch. Red mal schnell. Sei gegrüßt, Meister. Die Arbeit ist getan. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Das ist so, also und vorher nee. Weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Wow. Ja, wenigstens die Hälfte. Ich konnte es nicht auswählen. Er hat wirklich jetzt... Vor dem ewigen Feuer. Er hat es so gesagt. Ich konnte nichts für. Ja. Das war ein Doppler-Effekt. Gut. Ja, wieder ein Hexerauftrag geschafft. Und das war gar nicht mal so schwer. Also, ich verstehe manchmal hier diese Stufenanforderungen nicht. Aber es ist manchmal eigentlich immer nicht. Manchmal sind sie zu, also steht da 8, 9 und die sind schwer, als ob sie 15, 16 wären. Und manchmal stehen da, ne, Stufe 14 und das ist eigentlich nicht der Rede wert. Ja, ist wirklich sehr merkwürdig. Aber ich sehe gerade hier, wir haben ja noch einen Stufe 12 Auftrag. Das Ding aus dem Sumpf. Achso, das war ja das. Okay, nee, das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Beziehungsweise dann wahrscheinlich im nächsten Video. Wir gucken jetzt erstmal, ja, was wir hier machen. Ich würde sagen, Auftrag tödliche Wonnen, sprich mit der Wache. Und die ist hier auch in Novigrad. Also ihr seht, hier ist noch viel los. Wir können auch nochmal kurz hinrennen. Novigrad ist riesengroß und ich finde es wirklich wunderbar, dass hier Novigrad in The Witcher 3 ja, enthalten ist. Muss man schön ehrlich sagen, weil ich finde die Welt von Witcher nicht gerade sonderlich schön. Also jetzt so draußen hier, die ganze Umwelt, Flora und Fauna. Unsere Welt wird brennen. Da bin ich doch recht froh, dass wir hier so eine große Stadt haben. Und ja, das finde ich schon nice. Ich werde jetzt hier mit dem Video aufhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bitte gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr auch hier meinen Channel abonnieren, damit ihr immer erfahrt, wenn neue Folgen zu irgendwelchen Spielen zur Verfügung stehen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.